Hallo und willkommen zurück zu Man Eater. So, wir sind jetzt gerade dabei. Wir haben jetzt vorher noch, bevor ich das nächste ansage, haben wir ein leichtes gefressene Tortur hinter uns gebracht, indem ich mein Blutrausch ausleben musste. Wir wollen jetzt mal wissen, wie es mit der Familienbande zwischen den beiden Vater und Sohn jetzt weitergeht. Mal gucken, was sie... Nein, die ist genau da. Moment. Ha. Albino-Robbe gegessen. So, jetzt erstmal weitergehen. Weiter gucken, was die Story sagt. Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind! Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Ja, ich denke mal, die reden wirklich von dem Megalodon. Blut ist dicker als Wasser. Eine andere Vorstellung habe ich nicht, wovon er redet. Was könnte es auch anderes geben, außer dem Megalodon jetzt hier? Was haben wir jetzt noch für Aufgaben? Fordere Pete und Kyle heraus. Oha. Schaffe den Boss. Gut. Scaly Pete ist in der Nähe. Können wir doch eigentlich auch direkt hinsehen, wenn wir schon da sind. Kämpfe gegen Scaly Pete. Jetzt ist es soweit. Wir werden unsere Mutter rächen. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ich oder Scaly Pete. Der hat mir die Hand genommen. Mach dich bereit, Junge. Jetzt geht's mit Schmackes Rache. Scaly Pete. Ach, das ist ein Käfig. Komm schon, wir spielen doch einfach nur ein Spiel. Langsam geht mir die Geduld aus. Was kommt jetzt? Verstärkung. Rödelt jetzt nicht herum. Oh Gott, Verstärkung jetzt sich. $3000 gekostet.
Nein, tu ich nicht. Du hast meine Mutter gefressen. Ja, genau, gefressen. Du hast meine Mutter auf dem Gewissen. Wow, ich muss ins Wasser. Nein. Wow, Alter. Da muss ich mir also erstmal ein bisschen vorfressen, also bevor ich jetzt weitergehe. So, jetzt kann es weitergehen. Muss ja. Holt jemanden, der es wieder an die Oberfläche scheucht. Dieses Weibchen ist ein gerissenes Monster. Ja, gerissener als du. Scaly Pete bleibt entschlossen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Was geht noch um mich zu brüllen? Kyle, leer die Kanne über ihr aus. Zum Teufel mit dir. Oh mein Gott. Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Ja. Der Hai ist nun im mittleren Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Ja, ich hatte mir zwar... Wie soll ich sagen? Ich hatte mir zwar einen Kampf gewünscht, aber ich hatte mir jetzt nicht gehofft, dass der Sohn drauf geht, weil der war ja ganz nett. Eigentlich wollte er ja sogar so aus, als wenn er uns retten wollte. Nachdem er uns angezündet hat. Naja. Wie dem auch sei, es ist geschehen. Moment. Schauen Sie, das Schaden haben Schaden. Ah, komm. So. Das war ja schon ausgemaximiert, ja, war's. Aber blau nicht. Gut. Da sind wir größer geworden. Noch größer. Wir bewegen uns langsam schon Richtung Weißen Hai. Oh Gott, sein Kopf. Alles verbrannt. Das arme Tier. Es tut mir so leid. Ich muss einmal kurz Pause machen. So, ich entschuldige mich, dass ich kurz pausieren musste, aber hier wird es auf einmal so richtig stark windig und ich hatte die Balkontür auf. Das war mir nicht so ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einmal schnell nochmal die Tür zu, weil es dann doch zu windig wird. Oh. Moment. Suche die nächste Grotte. Wo ist die? Achso, dahin. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Aber vorher holen wir uns noch die. Die holen wir uns noch vorher. Wir sind größer, wir sind gefräßiger und wir wollen mehr Menschenfleisch. Weil die Verbrennung hat auch ihr Gutes. Die Musterung sehen cooler aus, muss ich sagen. Gut.
soll jetzt nicht heißen, lassen Sie sie in Hive verbrennen, damit es cool aussieht. Nein, da komme ich nicht hin. Moment. So. Die sind alle am Schwimmen. Was denkt ihr euch dabei? Die sind Haie. Durch das angesetzte Kopfgeld sind die Haifischjäger sehr daran interessiert, unser Bullenhai-Weibchen schon vor dem Startschuss zu finden. Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss fressen. So, ich muss fressen, ich muss größer werden, ich muss stärker werden. Komm schon. Hoppla. Na, komm schon. Jetzt soll den letzten Niedertrachtspunkt kriegen. Na, früher oder später werde ich den eh sammeln müssen. Kann ich aber jetzt eben machen. Na, komm schon. Ach, ich sag schon gar nichts mehr, weil ich so konzentriert bin. Wow. Aber erstmal abtauchen. So. Haifischjäger verfolgen ihre Beute mit dem vollen Bewusstsein für den entsetzlichen Schrecken, der sie bei einem einzigen Missgeschick erwartet. Wir haben da noch ein potenzielles Ziel. Na komm schon, dich haben wir schon lange nicht mehr. Der hat jetzt ja gar nichts mehr zu sagen. Ich will auf diese Yacht. Ja gut, Yacht, Urlaubsboot. Wow, das offene Meer. Da ist das Boot. Das holen wir uns jetzt. Man soll nicht mit Dynamit spielen.
das war cool. Kann man ja ehrlich sagen, das war geil. Nee. Voll. Doch. Doch, den holen wir uns jetzt. Hallo? Hier bin ich noch. Ja, komm schon. Du kommst auch noch in meinen Magen. Na, komm schon. Ja, ihr wollt es doch gar nicht anders. So, wo ist sie denn? Oder kommt die hier hin? Die kommt bestimmt gleich. Da ist sie. Der Hoosier Hitzkopf, Fähnrich Tyler Dixon. Mit der Shotgun. Ja, komm schon, ja. Ihr wollt es doch gar nicht anders. Bioelektrische Flossen. Der Preis für den Haikopf ist angestiegen. So, aber jetzt reicht es erstmal für jetzt. Robbe noch mitgenommen, die Robbe auch noch mitgenommen. Oder auch nicht mitgenommen. Es könnte noch weiter steigern, aber das machen wir erst mit der nächsten Aufgabe. Jetzt wollen wir erstmal zur Grotte. Auf zum nächsten. Komme ich auch andersrum hin? Na komm, was soll's. So. Fort Clovis ist der Jagd überdrüssig. Und der Kampf mit dem Ein weißer Hai. Fürs erste vertagt. Oh, bist du klein. Du bist aber süß. Hast aber nichts zu melden hier. Du bist ein weißer Hai. Du hattest jetzt aber wenig zu melden, muss ich ja ehrlich sagen. Das war ja süß. Hoppla. Die Fluten der Erde bewegen sich konstant um den Globus. Da musst du dir einmal kurz laden. Vielleicht weil ich jetzt auf dem Meer bin. Könnte gut möglich sein, dass es das ist. Wieso gibt es hier überhaupt... Wer baut diese Barrikaden? Taucher? Okay, mit Taucher habe ich jetzt nicht gerechnet. Taucher, ein Hammerhai.
Ne, das ist auch ein Taucher gewesen. Das sag mal. Na, wo ist das Ding, was ich suche? Ah, da. So, die Nährstoffe noch mitgenommen. 21 Kisten. Doch wenig anspruchsvoller Esser. So. Ich könnte mich jetzt die ganze Zeit durch jede Kiste nach und nach ansteuern. Allerdings will ich ja auch wieder zur nächsten Grotte. Muss ich nur mal kurz gucken. Also ein ordentlicher Weg jetzt hier. Naja, hier wird es bestimmt auch noch eine Grotte geben. Früher oder später. Aber das muss ich nicht jetzt machen. Der Golf, ja. Ich werde jetzt erstmal weiter zur Grotte gehen. Ab und zu mal scannen. Prosperity Sands verfügt über glitzernde weiße Strände, die für das alleinige Vergnügen der Ultra, Mega und Superreichen abgezäunt sind. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Dieser Trimaran verlief sich auf seiner Reise in das mythologische Trockene, wie bereits viele vor ihm. Proteinspeicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Och nö, nee, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Der Hai versteht, dass er essentielle Mineralien fressen muss, um gesund zu bleiben und zu wachsen. Och nee, da habe ich jetzt auch keine Lust. Mein Gott, wie weit ist denn das weg? Aber ist schon richtig. Erstmal schön tief tauchen, dass mich erstmal kein Jäger entdeckt. Diese Meeresplünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Mhm. Ja, so ist ja der Hai. Vor allem dieser Hai. So, was haben wir noch? Hier war da noch... Moment. So, der hat mich nicht ausreden lassen. Hier war da noch irgendwas. In nicht allzu ferner Zukunft wird ein junger, visionärer Unternehmer diese drei Muscheln beim Schnorcheln entdecken und die Toilettenpflege revolutionieren. Okay. Mit Muscheln? Nein. Wir gehen erstmal zur Grotte. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Der große weiße Weg. So, aber ich gucke auch schon nach der Zeit und es ist auch schon wieder vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Maneater. Boah, sie wird auch immer unheimlicher. Und immer gefräßiger. So. Aber ich verabschiede mich, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Maneater. Bis dahin, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Aber ich sage jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Möge das Fressen weitergehen.